Ich freue mich, dass hier einer unserer Autoren hier auf dem Founders Summit in Wiesbaden ist, bei uns auch am Stand. Wir haben uns einen ruhigen Platz gesucht, weil es ist furchtbar voll und furchtbar laut. Udo, ich muss dir erstmal gratulieren zu dem Buch. Als das ankam bei uns, es ist das haptisch schönste Buch, wenn man es anfasst, Ehrlich? das unser Verlag jemals gemacht hat. Und ich habe das in einem Meeting, in unserem ersten, also wir machen mal so ein Online-Meeting, habe ich das gesagt, dass ich total begeistert bin von der Haptik, als dieses Buch kam. Und der Inhalt ist sowieso top. Also ich kann nur sagen, danke, danke an diesen hervorragenden Verlag, weil es ist ja nicht so einfach. Du bist als Autor unterwegs, besonders als Newcomer, das ist mein Erstlingswerk. So, und was machen die? Oh, die klappern hier ab, die klappern da ab, die fragen bei Gabal, bei Wiley und wie auch immer. Und du bist immer Bittsteller. Bei euch habe ich das Gefühl gehabt, ihr seid die Helfer, ihr seid die Supporter. Und das habe ich auch so empfunden im Lektorat oder ähnliches. Also ich fühlte mich nie alleingelassen. Ich war nicht Bittsteller, sondern ich war der Experte, der Mentor, der sagt, oh, du hast coole Dinge zu sagen und die wollen wir gerne publizieren. Ja, wir haben einen Grundanspruch. Also wir wollen gute Bücher machen. Die sollen dir bei der Expertise helfen, aber wir wollen es auch verkaufen. Also unser Ziel ist, Bücher zu verkaufen. Und das ist, viele haben da die Erwartungshaltung, dass das alles schnell geht. Nein, es geht gar nicht schnell. Es ist viel sorgfältige Arbeit und es ist auch mühevoll, dann immer wieder zu schauen. Also wir reden viel mit dem Handel. Es ist dann aufwendig, aber wir glauben an jedes Buchprojekt. Cool. Und wir müssen da noch richtig, ich glaube, du hast es schon oft genug gezeigt, aber man kann es nicht oft genug. Also es haben mittlerweile schon viele Menschen, viele Bekannte, Dirk Grossmann hat ein Exemplar bekommen, weil er auch hier in dem Buch erwähnt wurde, da gibt es ein ganz tolles Interview, was wir immer geführt haben. Viele andere Menschen, Professor Guido Quelle oder Menschen aus dem Bereich Wirtschaft. Also du hast viel Expertise zusammengesammelt, ja, neben deiner eigenen. Ja, darum geht es natürlich auch. Und worum geht es in dem Buch? Es heißt, Erfolg braucht Verantwortung, könnte man sagen. Ja, so what? Nein, aber ich glaube, wir können die Herausforderungen der Zukunft nicht meistern, wenn wir nicht genau das machen, Verantwortung übernehmen. Und das muss nicht immer die große sein, wo wir sagen, oh, ich muss dieses machen. Nein, es fängt mit dem Kleinen an. Es fängt damit an, dass ich keine Kippe auf die Straße werfe, dass ich vielleicht sage, ach, hier ist ein Becher. Oder ich könnte mich engagieren, ich könnte mich im Kindergarten engagieren oder hier oder da. Und das trägt sich alles zusammen. Zielrichtung ist natürlich auch die Menschen, die raus wollen aus dieser Opferrolle. Wir haben ja ganz viele Menschen leider in dieser Opferrolle. Ach, man müsste dieses, man könnte jenes tun. Ach, wie wäre es, wenn das? Immer sind die anderen schuld. Ich finde ja in dem Moment, deswegen finde ich dein Thema so stark, in dem Moment, wo man Verantwortung übernimmt, hast du tatsächlich das, was du sagst, du kannst niemandem mehr die Schuld für irgendwas geben, weil du bist immer beteiligt und das gilt in Unternehmen von oben bis unten. Das heißt, wenn ich etwas von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarte, dann muss ich mich genauso verhalten. Wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Ja. Das sagt man ja immer wieder. Und oft geben wir die Macht jemand anderen. Wie schön es ist, wenn wir sie selber übernehmen und den Gestalter des Lebens werden, oder? Ja. Und du sprichst ja auch noch jede Woche in deinem Podcast über das Thema, ne? Ganz genau. Ich lade in meinem Podcast immer Experten ein. Mittlerweile nenne ich es Experten-Talk, weil ganz viele Menschen dort zusammenkommen, die ein spezielles Thema haben, in dem sie Experte sind. Beispielsweise Nicole M. Pfeffer letzte Woche spricht über Zukunftshandwerk. Und ich sage, dieses Thema ist so wichtig, weil ich mache mir in Deutschland ein bisschen Sorgen. Ich mache mir Sorgen. Zu Recht, glaube ich, ja. Sorgen um den Standort. Wie können wir den wieder aufwerten? Und wenn Menschen Verantwortung übernehmen und sagen, ja cool, im Handwerk, das ist doch auch nicht schlecht. Oder viele, viele andere Dinge. Anna Engers, auch eine Mitautorin. Wir sprechen über das Thema Diversity. Tolles das Thema. Das ist so wichtig. Und vor allen Dingen Ihre Interpretation ist ja ganz genau. richtig das gut. Das gehört heute in jedes Unternehmen. Da müssen wir drüber sprechen einfach und das nicht totschweigen. Also so gibt es ganz, ganz viele Themen, denen wir uns annähern. Natürlich von dem Rhetorik und ach, alles Mögliche. Es ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Erfolg braucht Verantwortung und es braucht auch viele Zuhörer. Und das ist wichtig. Und du ziehst ja tolle Leute an. Allerdings bist du auch, du hast eine besondere Gabe. Das heißt, wenn du Menschen erreichen möchtest, dann läufst du denen auch hinterher und sprichst sie radikal an. Ich sprich das ist eine Gabe, ne? Nein, es ist nicht eine Gabe. Also doch, ich finde es eine Gabe, weil du machst das auf einer sehr charmanten und einnehmenden Art, dass die Menschen auch mit dir sofort interagieren. Also das ist schon ein Talent. Ganz konkretes Beispiel. Eben gerade hier auf dem Founders Summit, das ist genau kommen Menschen vorbei und greifen rein in einen Korb, um sich eine Süßigkeit zu nehmen. Vegane Gummibärchen des Mentorenverlag, genau. Ich laufe den hinterher mit meinem Flyer und sage, entschuldigen Sie, das ist verboten.
Der guckt mich an, was ist was? Ich sage, es ist verboten, sich einfach nur hier an den Süßigkeiten zu bedienen, ohne sich weiter zu informieren. Wie wäre es denn mit diesem Flyer? Und er lächelt mich an und wir kommen ins Gespräch. Wir sprechen eine Viertelstunde darüber, was das für ein tolles Unternehmen ist, was die machen in Hamburg. Und wir haben einen Termin vereinbart und gesagt, ich komme vorbei bei euch in Hamburg, da können wir was gemeinsam tun. Ja, ich kann es bestätigen. Mit zwei Visitenkarten kommt Udo Gast zum Stand zurück. Das ist, ja, aber ich finde das ein schönes Beispiel und das zeigt halt auch, wenn man offen auf Menschen zugeht, mit guten Themen, erreicht man sie auch. Das ist das Richtige. Und wir hoffen, dass wir... Und damit wollen wir ganz viel erreichen, weil ich glaube, das ist ein Buch, das... Ich stelle mal die These auf, das sollte jeder Unternehmer, jede Unternehmerin gelesen haben, weil alle, wie wir Dinge machen, ist es echt immer wieder wichtig zu sagen, ich bin dafür verantwortlich und es sind die Kleinigkeiten, die entscheidend sind. Lieber Volker, besser hätte man es nicht sagen können. Gut, ich habe mich bemüht. Herzlichen Dank. Sehr gerne.